Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idle Tower Defense, werte Freunde des zeitfressenden Turmbaus. Das überzeugt mich ehrlich gesagt noch nicht so zu 100%. Aber irgendwie... keine Ahnung, mal gucken, mir fällt bestimmt noch was Besseres ein. Bis dahin bleibt es beim zeitfressenden Turmbau, denn genau das ist es hier. Wobei ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Zeit investiert habe. Ich habe jetzt schon wieder fast einen Tag nicht gespielt. Ich habe eigentlich heute frei gehabt und dachte, hey, super, hast total viel Zeit, Idle Tower Defense zu spielen. Ich habe jetzt vor einer Minute, also just vor Beginn dieser Aufnahme, das Spiel das erste Mal angemacht und es ist jetzt 8:30 abends. Bin einfach die 12 Stunden vorher nicht dazu gekommen. Anyways, Daily Reward, 5 Millionen, okay, okay. Ganze Menge Stuff und nochmal 7 Millionen, okay, damit geht was, möchte ich behaupten. Mir wurde gesagt, ich sollte mich mal auf zwei Tower spezialisieren. Dafür ist es inzwischen zu spät. So, was möchte ich denn behalten? Eigentlich möchte ich das behalten. Oh Gott, noch mehr Equipment. Base Damage, Gold Drop, das ist beides niedriger, oder? Na, dann behalte ich doch das. Dann behalte ich zwangsläufig das, weil ich habe nichts anderes und das war's, ne? Okay. Ja, um mich nur auf zwei Tower zu spezialisieren, dafür ist es jetzt definitiv zu spät. Aber wir können das ja beim nächsten Prestige mal machen, das steht ja relativ bald an. Abgesehen davon bin ich mir noch nicht ganz sicher, ob zwei Tower wirklich sinnvoll ist. Also wenn, würde ich sagen, mindestens drei, oder? Weil zwei Tower sind ja schon alleine Voraussetzung, um hier die Special-Dinger bauen zu können. Und wenn ich mich nur auf zwei spezialisiere, kann ich ja nie so ein Special bauen. Also vielleicht ist das anfangs sinnig, keine Ahnung. Aber im Moment, was brauche ich denn, was macht denn der Flame Tower eigentlich? Hier fliegt gerade irgendein kleines Vieh rum. Das ist gar kein Flame Tower, das ist ein Mage Tower. Ach Gott, ja. Ne, Moment, ein Flame Tower gab es aber auch irgendwo. Hier. Golem und Sharpshooter. Da müsste ich den Golem für bauen. Naja. Abgesehen davon habe ich im Moment schon irgendwie Bock, Tower auszuprobieren. Wir probieren mal den Axe Thrower aus. Den habe ich nämlich noch nie gebaut. Der hat jetzt nicht so viel Reichweite. Ja, der geht erstmal dahin. Dann müssen wir den aber mal verschieben. Packe ich den hier hin? Packe ich den dahin? Ich packe den mal hier hin. Und achso, da müssen wir natürlich jetzt noch warten. Okay. Wie viel Schaden machst du so? Du bist ja jetzt schon Tier irgendwas. Tier 6, glaube ich. 600.000, okay. Da kann der Rest mal gepflegt einpacken. Wobei wir dann natürlich auch noch dezent nachkaufen können. 75, neuer Trade, sehr schön. Crit-Chance, finde ich super. Alter, da kaufen wir wohl keine 25 Level. Oh, so viel wollte ich gar nicht. Ich wollte nur bis 25, ups. Nein, dann machen wir das definitiv auch nicht. Da oben habe ich völlig vernachlässigt, ne? Ja, schade. Guti, egal, wir müssen ja auch nur bis 54 kommen, beziehungsweise können wir gucken, ob wir dann vielleicht zwei, drei Waves weiterkommen. Sehen wir dann. Den packen wir mal da hin, confirm. Will ich den... Ich weiß nicht, ob ich mit dem da hinten so glücklich bin. Na, mal gucken. Aber wie gesagt, wenn spezialisieren, würde ich schon sagen, mindestens drei Tower, oder? Also alles andere? Weiß ich nicht. Klingt erstmal irgendwie unschlüssig. Abgesehen davon, weil dieser Tag so... Oh, da fällt mir ein, ich habe was vergessen. Kleiner Augenblick. So. Jetzt sieht man auch die Musik, die unten durchläuft. Also beziehungsweise jetzt sieht man, welcher Song läuft.
Wo war ich stehen geblieben? Ach genau, dieser Tag heute ist so. Ich meine, eigentlich hatte ich heute frei. Abgesehen davon habe ich ungefähr 2 Stunden lang was für die Arbeit gemacht. Irgendwie 4 verschiedene Leute von der Arbeit was von mir wollten. Was prinzipiell mal okay ist, zumal das jetzt auch alles mit einer Sonderveranstaltung am kommenden Montag zusammenhängt, die ich schon irgendwie auch hauptsächlich mit betreue. Irgendwie, vielleicht, keine Ahnung. Also da war das schon irgendwie okay, aber es ist auch so, Leute, kann das nicht einen Tag warten? Also ich meine, ein paar Sachen konnten wirklich nicht einen Tag warten, aber so manche Sachen sind... Wirklich jetzt. Lasst mich doch einfach in Ruhe, wenn ich frei habe. Na, was möchte ich denn hier behalten? Mana, Gold Drop Rate, Base Damage, ist eigentlich scheißegal, oder? Aber wir wollen eigentlich mehr Gold Drop. Finde ich gut. So, ich muss nochmal gucken, was wir alles verlieren beim Prestige. Wir verlieren Gold, Tower. Wir behalten aber das Equipment, okay. Das ist gut zu wissen. Und wir kriegen eine neue Map. Ja, aber abgesehen von den 2 Stunden, die ich mich irgendwie mit Sachen von der Arbeit rumgeschlagen habe, habe ich es dann tatsächlich mal geschafft, zu IKEA zu fahren und mir eine Kommode zu holen. Was ich irgendwie schon vergangene Woche machen wollte, aber irgendwie entweder nicht dazu gekommen bin oder echt keinen Nerv dazu hatte, beziehungsweise mir dachte so, ja nee, um 18 Uhr muss ich da jetzt auch nicht hinfahren, weil da werde ich halt totgetreten, weil jetzt haben alle Leute Feierabend und nein. Und prinzipiell hasse ich IKEA, also beziehungsweise nicht die Firma an sich, aber ich hasse es bei IKEA einzukaufen, weil dieser Laden so super unübersichtlich ist. Und diese Möbelausstellungs... scheiß Fliege. Möbelausstellungsfläche ist halt ein einziger, langer, verschlungener Gang mit, wenn man Glück hat, einer Abkürzung drin. Man hat halt null Tageslicht, es ist alles super vollgestellt. Es ist meistens super vollgestopft mit Menschen. Und ich finde das einfach nur absolut schrecklich. Aber heute ging es tatsächlich, hauptsächlich auch, weil ich gar nicht auf, beziehungsweise in der Ausstellungsfläche war, sondern nur im Lager. Bin da halt rein, wusste, welches Möbelstück ich haben wollte. Und habe dann nur eine Weile gebraucht, es zu finden. Weil diese scheiß Malmkommode gibt es tatsächlich in, keine Ahnung, ich glaube so 15 verschiedenen Ausführungen. So erstmal, also wenn es reicht. Gibt es halt in 4 verschiedenen Farben. Dann gibt es sie mit 2, mit 3, mit 4, mit 6, mit 47 Schubladen. Mit Aufsatz und keine Ahnung was noch allem. Also da gibt es zig Varianten von. Und ich habe in der Tat relativ schnell das Regal gefunden, wo die ganzen Malmkommoden drin sind, aber exakt diese eine oder diese eine Variante, die ich haben wollte, die gab es da nicht. Die gab es nicht in dem Regal oder in den beiden Regalen, wo sämtliche Malmkommoden gelagert waren, sondern die waren komplett am anderen Ende des Lagers, warum auch immer. Habe ich dann aber auch noch gefunden, mehr oder minder schnell und... konnte dann zügig den IKEA verlassen, ohne einen allzu großen Koller zu kriegen. Das war ganz okay. Und ich muss sagen, das Ding ließ sich erstaunlich gut aufbauen. Es hat nichts gefehlt. Und ich bin von der Schubladentechnik extrem überzeugt. Weil das sind, also das ist halt ein 60-Euro-Möbelstück, beziehungsweise 59 Euro, was halt für so eine Kommode ja jetzt nicht super günstig ist in der Größe, aber jetzt auch alles andere als teuer. Und ich habe schon deutlich teurere Möbelstücke aufgebaut, wo die Schubladen einfach viel beschissener verarbeitet sind, beziehungsweise die Art und Weise, wie sie zusammengebaut werden müssen, einfach viel instabiler ist. Und da muss ich sagen, wirklich Hut ab, also damit hätte ich nicht gerechnet. Die Schubladen von dem Ding sind schon ordentlich. Kann man nichts gegen sagen. Mehr Equipment? Ach nee, eine Aura. Aura of Wailer, okay. Crit-Chance, ja, finde ich super. Ja, und jetzt kann ich endlich dran gehen, meine letzten Kartons auszupacken vom Umzug. Ich glaube, es sind in der Tat nur noch 2 und die sind auch nicht mehr komplett voll, sondern es ist nur so ein bisschen Kleinkram drin. Den kann ich nachher noch wegräumen und dann bin ich
Oder werde ich heute, glaube ich, tatsächlich endlich fertig mit auspacken. Auch eine gute Sache und kann die letzten Kartons in den Keller räumen. Finde ich ein bisschen gut. Ich bin sogar am Überlegen, ob ich mir noch so eine zweite Kommode hole. Prinzipiell hätte ich noch Platz dafür und im Moment habe ich mein ganzes Kabelgewärsche so in einer großen Box und dann könnte ich zumindest mal so mit drei Schubladen dann ein bisschen sortieren. Mit irgendwie hier Audiokabel, hier PC-Kabel, da irgendwas Kabel. Also das wäre schon vielleicht gar nicht so verkehrt. Mal gucken. So, kriegen wir den noch? Auf jeden Fall kriegen wir den noch. Können super viele Skills einsetzen. Okay, was macht denn der Explorer eigentlich? Ich habe den jetzt spaßeshalber gebaut, aber überhaupt nicht geguckt, was der kann. Ach, der Speed. Okay, also schnell, aber wenig Schaden, alles klar. Gut, ich würde sagen, wir prestigen mal. Wobei, wir können eben... wobei, wir verlieren die Tower ja eh. Ich wollte gerade sagen, wir können auch die Skills, die Kills farmen, aber... lohnt dann auch nicht wirklich. Von daher, Prestige, 2 Level 4 Auren, Skillpunkt und 74 Diamonds. Shine bright like a diamond. Das geht doch klar. Gott, diese Map ist so seltsam. Build Tower, please. Build Tower? Wir fangen mit dem Explorer an. Ich bin mal gespannt, ob der was kann. Der steht hier in der Tat auch ganz gut. Macht aber viel zu wenig Schaden. So, das ist doch schon eher was. Alright. Aura of Paradise. Mehr Diamonds und Aura of Sorcery. Mehr Mana. Heißt das, wir haben jetzt alle Auren? Achso, Moment, das waren Skillpunkte, da müssen wir gleich hin. Auren haben wir jetzt alle? Ja, tatsächlich, haben alle gelernt. Sehr schön. Blueprints. Okay, so, wie kriege ich denn hier jetzt eigentlich nur einen Blueprint-Slot? Das weiß ich immer noch nicht. Ich kann jetzt einfach Keep sagen. Skillstrength. Aber den will ich gar nicht. Ehrlich zu sein. Enemies per Wave, ne? 4 Tactics? Ich habe gelesen, das soll super sein, deswegen behalte ich das. Achso, da kriege ich automatisch den nächsten Slot. Okay. Dann behalte ich 4 Tactics jetzt einfach mal. Kann ich da quasi unendlich Slots? Oder ist das irgendwie begrenzt? Bin mir noch unsicher. Packen wir nochmal was drauf, haben wir 3% Crit-Chance, das ist doch auch schon mal was. So, dann können wir den noch weiter leveln. Der kommt alleine ja scheinbar erstmal ganz gut klar. Ist ja auch schon mal was, also kann man sich nicht beschweren. So, Skillpunkte können wir auf jeden Fall noch ausgeben. Ich wollte erstmal alles anleveln, ne? Auch wenn das vielleicht doof ist. Gerade hier unten möchte ich das vielleicht. Crit Damage, Mana. Und dann sind die Punkte auch schon wieder weg. Ah, Gold Drop hätte ich vielleicht... Ja, auf die beiden hätte ich vielleicht mal eher gehen sollen. Mehr Gold ist, glaube ich, gar nicht so blöd. Anyways, nächstes Mal. Keep this equipment, ja bitte. Ja, abgesehen davon habe ich natürlich noch eine Weile gebraucht, dieses Ding zusammenzubauen. Und habe dann gedacht, okay, ich muss hier auf jeden Fall auch nochmal so ein bisschen aufräumen, weil auch noch super viel Kram so rumlag. Und dann dachte ich mir, okay... Du hast jetzt irgendwie seit einer Woche bei eBay Kleinanzeigen diesen hässlichen Spiegel drin, der vorher im Badezimmer war, und dein Reststück Teppich. Will offenbar niemand haben und checkte nochmal meine Mails und zack, meldete sich jemand für den Teppich. Und dachte mir so, okay, dann machen wir doch gleich mal einen Termin aus zur Abholung. Und schlug dann halt diverse Sachen vor, und man so, ja, ich bin heute in dem und dem Zeitraum da, morgen in dem Zeitraum... Und sonst am Wochenende dann und dann.
Und kam so die Rückmeldung, ja, könnte ich heute so zwischen 15 und 16 Uhr noch vorbeikommen? Ich so, ja klar, von mir aus gerne. Kein Thema, die und die Adresse, da und da klingeln, Wohnung da und da. So, soweit alles schön. Es wurde 15 Uhr, es wurde 16 Uhr, es wurde 17 Uhr, es wurde 18 Uhr. Niemand kam, niemand meldete sich und sagte ab. Oder fragte nach einem Alternativtermin und dachte mir so, fuck you, was soll das? Ich meine, ich habe halt vollstes Verständnis dafür, wenn einem was dazwischen kommt oder wenn man dann doch kein Interesse mehr hat, weil man sich anders überlegt hat oder weil keine Ahnung was. Aber dann kann man doch wenigstens absagen, oder? Vor allem ist das jetzt schon das zweite Mal, dass mir das passiert. Ich habe ja in der alten Wohnung noch versucht, meinen alten Couchtisch loszuwerden, zu verschenken wohlgemerkt. Da hat sich halt auch einer gemeldet und hat gesagt, ja, ich komme hier morgen Vormittag gegen 10 Uhr vorbei. Von dem habe ich nie wieder ein Wort gehört. Ich denke so, warum kann man nicht einfach absagen? Wo ist das scheiß Problem? So, gerade wenn das Vormittag, ich meine, heute war es halt nicht so dramatisch. Ich habe halt eh hier rumgewerkelt und habe jetzt nicht auf heißen Kohlen gesessen, von wegen, ja, ich will dann eigentlich auch mal los und von daher, das war halb so wild, aber gerade bei der Sache mit dem Couchtisch war das so, ja, okay, ich habe halt auch nur so bis maximal 11 Zeit, weil ich muss halt um 12 arbeiten und muss vorher halt auch mal duschen und möchte dann ungern unter der Dusche stehen, wenn der Mensch halt auftaucht und den Tisch abholen will. Und das ist dann so, man denkt sich ja, okay, vielleicht verspäten die sich halt nur ein bisschen. Dann wartet man eben noch ein bisschen, fängt halt nichts Großes Neues an. Denkt sich, ja, okay, mache ich das jetzt nicht, weil wenn ich da mittendrin stecke, wenn der kommt, dann ist halt auch blöd. Dann wartet man und es nervt halt schon. Ich habe dann irgendwann um 18 Uhr auch nur zurückgeschrieben, nächstes Mal gerne absagen und User dann halt geblockt, weil war mir dann halt auch scheißegal. Also so richtig scheißegal. Ich meine, klar kann es auch Situationen geben, wo man sich nicht abmelden kann oder wo man nicht absagen kann. Auch das ist okay. Aber das ist dann halt auch nicht mehr mein Problem. So, wenn die dann den scheiß Teppich halt nicht kriegen, dann scheiß drauf. So. Den Spiegel habe ich jetzt übrigens weggeschmissen, weil, mal ganz ehrlich, wenn man sich so ein Ding neu kauft, kostet es halt 10 Euro. Wenn überhaupt. Und es ist halt so, ja, okay. Wenn ihn halt offensichtlich niemand geschenkt haben will, schmeiße ich ihn halt weg. Schade drum, aber gut. Ich bin mir noch nicht sicher, ob das mit einem Tower hier auf Dauer so geil ist. Also es funktioniert eine ganze Weile. Aber mal gucken. Ja, kann ich nicht Base Damage und Gold Drop haben? Mana und Gold Drop ist irgendwie, ich brauche nicht mehr Mana. Das ist nicht Diablo 2, ich brauche nicht mehr Mana. Ich glaube, ich möchte das behalten. Ernsthaft? Fliegt jetzt ein Hubschrauber vorbei? Ich dachte, ich wäre in eine ruhigere Gegend gezogen. Auch total großartig, was mich diese Woche schon massiv aufregt. Was ist das hier? Daily Mission. Okay. Was soll ich sagen? Ach genau, was mich diese Woche massiv aufregt. Prinzipiell, als ich hier den Mietvertrag unterschrieben habe, hieß es halt so, ja, da sind halt Bauarbeiten auf dem Hof hinten, also quasi da ist ein Fenster und direkt dahinter ist der Hof und da sind Bauarbeiten, da werden Garagen gebaut und dann habe ich halt gefragt, wie lange das dauert und so, ja, bis Mitte April ist angedacht, vielleicht mal gucken, irgendwas ist ja immer, sagen wir mal, so bis Ende April, so ja, okay, ist ja überhaupt kein Thema. Ich ziehe wahrscheinlich eh erst Mitte April ein und ja gut, wenn die da noch zwei Wochen rumwerkeln, ja meine Güte, so die haben ja dann das Gröbste auch schon erledigt, dann ist das ja auch nicht mehr so wild. Und die Garagen da hinten, die da gebaut wurden,
Die sind auch seit, keine Ahnung, 3 Wochen fertig. Und diese Woche Montag haben die angefangen und reißen die komplette Einfahrt und Zufahrt dazu weg, also die kompletten Pflastersteine auf dem Hof, und machen das offenbar komplett neu. Keine Ahnung, also die hauen halt jeden Tag 2 Container mit Scheiß voll, halt morgens um 8, ja, 8, spätestens 8:30. Was aufgrund meiner Arbeitszeiten einfach so eine Stunde ist, bevor ich aufstehen würde. Und das nervt mich so massiv. Aber nun ja, prinzipiell, wenn jetzt viele sagen, ja, 8:30 ist ja überhaupt kein Thema, da kann man ja mal aufstehen. Ja, prinzipiell kann man das machen, wenn man halt nicht bis Mitternacht arbeiten muss regelmäßig. Ich meine, wenn ihr regelmäßig, keine Ahnung, um 6.30 Uhr aufsteht und plötzlich jeden Morgen um 5.30 Uhr geweckt werdet von Krach, findet ihr das halt auch nicht geil. So. Das ist es halt. Und ich hoffe einfach nur, sie sind schnell fertig. Es ist echt nicht super. Aber nun ja. Irgendwas war heute noch. Irgendwas war noch. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe es verdrängt. Zu schrecklich war. Nein, keine Ahnung. Ich muss sagen, es geht mit einem Tower erstaunlich gut. Hätte ich nicht gedacht. Also mal gucken, wie weit wir damit kommen. Die Sache ist prinzipiell, mehr Tower sind mehr Equipment, bringt eventuell mehr Gold Drop, oder? Liege ich da falsch? Weiß ich nicht. Oder wirkt sich das Equipment nur auf die Kills aus? Nee, das müsste ja allgemein sein eigentlich. Das mit welche Kills zählen steht übrigens auch hier in dieser fetten Notice. Habe ich nur nicht gelesen. Aber zum Equipment steht hier nichts weiter, ne? Ist das allgemein? Also, ich könnte mir schon vorstellen, dass halt Crit-Chance und Base-Damage nur für den Tower ist. Ist ja auch Tower-spezifisches Equipment. Aber ist dann der Gold-Drop auch nur erhöht, wenn der Tower Kills macht? Gute Frage. Wahrscheinlich. Dann bringt es auch nicht so viel. Schön, dass wir ein Skill Active da steht und Cooling Down da steht, man nicht mehr lesen kann, was der Skill macht. Slow Enemy Movement, okay. Interessant. Können wir spaßeshalber mal einsetzen. Okay, wir müssen jetzt tatsächlich auch nur eine Wave weiter als vorher. Ich bin im Überlegen, wo waren die denn? Hier nicht, da nicht, waren die hier? Blueprints. Ja, noch einer kostet jetzt halt 56. Aber gucken kann man ja mal. Gegner-Hitpoints minus 1% und ich glaube, Gegner-Hitpoints senken ist prinzipiell auch ziemlich super. Also, wenn ich das so mit den Ancients von Clicker Heroes vergleiche, ist das prinzipiell gut. Von daher behalte ich das mal. So, der kommt jetzt durch. Schade. Also ich könnte den Tower noch umplatzieren, aber scheiß drauf. Ich kann ja mal leveln. Außerdem... 4 Tower-Levels. Skill-Tree-Levels. Okay, da brauchen wir noch 2 Skill-Punkte für. Gott, so viel Kram, den wir noch machen können. Wir machen voll wenig Daily Missions. 85 Tower Skills ist auch einfach mal massiv viel. 334 Kills mit dem Giant ist auch irgendwie... Den hätte ich zuerst bauen sollen dafür. Bleiben die Daily-Dinger eigentlich oder... Ach ne, steht ja hier Refresh in... Okay. Frage beantwortet.
Crit-Chance und Crit-Chance. Gekauft. Okay, das Hochleveln ist jetzt nicht so effizient. Aber mehr Crit-Chance ist immer gut. Wir sind schon wieder bei 25 Minuten. Wann ist das denn passiert? Ich bin noch so ein bisschen am Überlegen, ob ich jetzt einfach... Also ich habe ja bislang wirklich das komplette Gameplay mit aufgenommen. Also halt immer, wenn ich das Spiel wirklich auf hatte, habe ich auch mit aufgenommen. Die Frage ist, ob ich das, da es ein Idle Game ist, jetzt wirklich... Also ich werde es definitiv nicht das ganze Let's Play über machen. Habe ich ja nie gemacht, weil irgendwann kennt man den Spaß auch. Die Frage ist, ob es jetzt schon sinnig ist, zu sagen, okay, ich nehme nur noch den Prestige-Kram mit und farme auch ein bisschen offline. Beziehungsweise vielleicht nicht nur den Prestige-Kram, aber dass ich zumindest auch nebenher ein bisschen farmen kann, während ich nicht aufnehme, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem zweiten Monitor irgendwas, irgendeine Serie gucke oder so, wobei ich da im Moment eh keine Zeit für habe, aber mal angenommen... denn, weiß ich nicht. Das ist halt so die Sache. Also ich, keine Ahnung, ich muss hier noch ein bisschen Kram wegräumen und einkaufen und dann könnte ich nachher aber bestimmt noch eine Stunde farmen, so entspannt. Also mehr oder minder aktiv. Na, mal gucken. Ich überlege mir das zur nächsten Folge. Sehen wir dann. So, dann können wir hier nämlich mal farmen. Und jetzt macht es nämlich in der Tat zum Farmen auch Sinn, den Speedboost einzusetzen. Dann muss ich den Tower nur wieder nach vorne packen, sobald das geht. Den Trade Learn. Naja. Weil er dafür fast zu wenig Schaden macht. Ich glaube, ich möchte mir jetzt zum Farmen fast noch einen zweiten Tower hier hinsetzen. Ist ja nicht so teuer. In der Tat möchte ich den auch jetzt hier haben. Und vorne möchte ich in der Tat einen Frost Tower haben, glaube ich. Giant bringt ja nichts. Also ich habe erst überlegt, Giant wegen Daily Mission, aber beim Farmen bringt es ja nichts, weil die Kills zählen ja nicht. Also, ja. Dann lieber Slowdown. Wir leveln das Ding noch ab, bis zum Umfallen. Frost und Fläche wäre schön, aber... Hallo? Kann ich den... Ich kann keine Tower mehr anklicken. Ich kann nichts mehr anklicken. Das kann ich anklicken. Aber ich kann keine Tower mehr anwählen und ich kann keine Buttons mehr klicken. Ja gut, dann lasse ich es jetzt wohl offensichtlich im Farm-Mode und lade das Spiel dann irgendwann mal neu. Und gehe jetzt auf jeden Fall erstmal einkaufen, bevor der Laden gleich zumacht. Anyways, wie auch immer, vielen Dank fürs Zugucken, angenehmen Tag wünsche ich noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Idle Tower Defense. Fuck, ich habe mir keine Begrüßung überlegt. Damn it. Verdammt.